Grüezi miteinander. Ich sage so, ich brauche mich nicht zu verleugnen. Ich denke, ich habe genug Österreich und Wien in mir, dass ich nicht gleich das Servus gebrauche. Das geht gut mit Grüezi. Das Eis ist gebrochen. Freddy Bickel ist der neue Geschäftsführer Sport des SK Rapid. Da seine beiden Großmütter aus Österreich sind, schließt sich für den 51-jährigen Schweizer gewissermaßen der Kreis. Vor versammelter Presse im Mediacenter des Allianzstadions gibt er seine ersten Schritte bekannt. Ich habe da ziemlich klare Vorstellungen. Ich habe auch versucht, das ziemlich genau zu analysieren. Ich kenne meine Aufgaben, was mir wichtig ist für die ersten paar Wochen, für die ersten paar Monate. Und die fängt sicher nicht mit der ersten Mannschaft oder nur mit der ersten Mannschaft an, sondern ich nenne das jeweils so, dass man zuerst die Hausaufgaben im Club machen muss. Die sind nicht immer so interessant wie die Prüfungen, weil die Prüfung ist am Schluss die erste Mannschaft und die Resultate der Kampfmannschaft. Aber da weiß ich schon ganz genau, wie ich das auch mit dem Team zusammen erreichen will und wo der Weg dahin führen soll. 6 Meistertitel und 2 Cupsiege in der Schweiz, Einzug in die Gruppenphasen der Champions und Europa League. Das alles machte Bickel, der vor seiner sportlichen Laufbahn als Moderator und Sportjournalist tätig war, zu einem absoluten Wunschkandidaten des Rekordmeisters aus Hütteldorf. Darüber hinaus verfügt Freddy Bickel über ein hervorragendes internationales Netzwerk, was für einen Geschäftsführer Sport auch sehr wichtig ist. Er hat große Erfahrung und in unserer Einschätzung auch sehr gute Kompetenz in Sachen Mitarbeiterführung und sozialer Kompetenz. Er arbeitet sehr strukturiert und methodisch, verfügt über Fremdsprachenkenntnisse und ist einfach eine sehr, sehr renommierte, erfahrene Persönlichkeit, von der wir überzeugt sind, dass sie den SK Rapid in sportlicher Hinsicht, und zwar in sportlicher Hinsicht, von der U6 bis zur Kampfmannschaft weiterentwickeln wird. Also herzlich willkommen, Freddy Bickel. Also wir haben uns natürlich in den Hearings schon sehr gut kennengelernt. Wir haben auch entsprechende Tests natürlich gemacht, um die Persönlichkeit noch besser einschätzen zu können. Und er ist eine sehr, sehr ruhige, ausgleichende, kommunikationsstarke Persönlichkeit, aber auch mit klaren Zielen und einem klaren Willen, erfolgreich zu sein. Und das ist uns wichtig. Ich denke, erfolgreich ist immer oder das, was dir am meisten berührt irgendwo, ist der Weg zum Erfolg. Wenn du irgendwo am Anfang stehst, du genaue Vorstellungen hast, du mit deinem Team oder im Team ein klares Ziel anstrebst und dann das auch erreichen kannst. Ich sage nochmals, das kann mit dem Nachwuchs sein, das kann mit Spielern sein, die du in die erste Mannschaft führst. Es muss nicht unbedingt dann der Titel sein, um zu sagen, jetzt habe ich den Erfolg gehabt. Aber der Anspruch muss immer der Titel sein. Ich will etwas gewinnen, nicht wegen mir persönlich jetzt auch, sondern das ist, Fußball schenkt dir so viele Emotionen. Und die schönsten Emotionen sind die du teilen kannst mit Leuten, mit Menschen ringsherum. Und je glücklicher dass du bist, je besser das läuft, je mehr Emotionen sind da und ich bin süchtig nach Emotionen, sage ich mal so. Keine Angst, wenn es um Emotionen geht, ist Rapid schon einmal Meister. Geht es nach Christoph Peschek, dem Geschäftsführer Wirtschaft, soll mit dem Eidgenossen alles daran gesetzt werden, Rapid möglichst rasch wieder dorthin zu führen, wo wir Rapid gemeinsam sehen wollen. Und auch von meiner Seite, lieber Freddy, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr und wird eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Freddy Bickel ist mit Jänner im Amt. Der Schweizer erhielt von Rapid einen Vertrag bis Sommer 2019. Ja, Damir Kanadi, Sie haben soeben den neuen Sportchef begrüßt, Freddy Bickel. Gut, dass dieses Thema jetzt auch erledigt ist bei Rapid, dass diese Personale abgehakt ist. Absolut, denke ich, wichtig. Und wir haben uns gerade kennengelernt, haben sich die Hände gereicht und es freut mich für die Zusammenarbeit. Ich habe ihn ja kurz kennengelernt im Sommer bei einem Testspiel in Vorarlberg. Haben uns ein wenig ausgetauscht, kennengelernt und haben nur Gutes gehört und freue mich auf die Zusammenarbeit. Was haben Sie für einen Eindruck von ihm? Wirkt sehr offen, sehr sympathisch. Ist auch einer, der gerne auf der Trainerbank sitzt. Ist das was Sie stören würde oder eher unterstützen würde? Na, wenn er mich aushält, dann passt es schon gut. Da bin ich eher der herumhupft. Nein, stört mich gar nicht. Also wir werden uns austauschen, wir werden uns die nächsten Tage natürlich auch kennenlernen persönlich und werden dann unsere Eindrücke zusammenführen und denke, werden für Rapid dann auch eine gemeinsame gute Arbeit erledigen.
Was wären so Ihre Wünsche, Ihre Erwartungen auch an einen Sportchef? Was kann der machen, um Sie zu unterstützen? Ja, eine Vision aufbauen, die der Verein schon einmal in vorab einmal schon klargestellt hat. Wir versuchen dann auch die Visionen und Ziele, aus den Visionen dann die Ziele umzusetzen oder das dann auch versuchen zu erreichen. Das ist unsere Aufgabe, sportlich dann dorthin zu kommen, was sich der Verein vorgenommen hat. Das wurde auch klar besprochen im Vorfeld mit dem Präsidenten, mit den Verantwortlichen hier. Und jetzt heißt es für uns, das umzusetzen. Es ist eine hochinteressante Entscheidung, vor allem auch deshalb, weil es zwischen Vereinen wie Rapid Wien und Young Boys Bern etliche Parallelen gibt. Welche sind das? Young Boys Bern hat mit dem FC Basel einen Verein vor sich, der ähnlich wie in Österreich mit Red Bull Salzburg im Geldgebaren potenter ist. Das heißt also, sehr viel mehr Scheine investieren kann in die Mannschaft, während beide, Young Boys und auch Rapid, hier hinterherhinken. Und daher müssen beide Vereine, Young Boys und Rapid, versuchen, sozusagen die Erfolge über das sogenannte Humankapital einzufahren. Das ist die Mannschaft und hier ist der Trainer, der Person Damir Kanadi und der neue Sportdirektor, eben gefordert, diese Ressourcen, die da sind, auszuschöpfen. Und im Falle von Young Boys ist ihnen das nicht gelungen, weil nach wie vor ist der Abstand zum FC Basel riesengroß. Man wird sehen, wie es mit Rapid schafft, den Abstand zu Red Bull zu verkleinern. Herr, welche erste große Aufgabe kommt auf den neuen Sportchef zu? Ja, er tritt sicher an hier bei Rapid, um alles auch im Umfeld zu verbessern. Wichtig ist auch, dass er in der Zukunft die richtigen Spieler für den Verein findet, dass wirklich die Möglichkeit gegeben ist, auch wieder mal einen Titel zu holen für Rapid. Ich habe mich auch gestern über ihn erkundigt. Ich habe ihn nicht gekannt und habe Adi Hütter angerufen, der ja bei Young Boys Bern mit ihm zusammengearbeitet hat, und er hat wirklich nur positive Worte über ihn gefunden. Direkt nach dem Sky-Interview gibt es die herzliche Begrüßung zwischen Freddy Bickel und Damir Kanadi. Das Tandem soll Rapid in eine positive Zukunft führen, und die Zukunft beginnt unmittelbar danach mit dem Spiel gegen Ried. Auch bei Christian Benbenek steigt die Spannung, fragen Sie mal nach, beim Kaugummi des Ried-Coaches. Die Innviertler wandeln diese Spannung sofort in Energie um, starten perfekt rein in die Partie, die vierte Minute. Möschel hält den Ball mit vollem Einsatz im Spiel und dann zeigt sich die Rapid-Defensive überfordert, bringt den Ball mehrfach nicht weg und Dieter Elsnick nützt die Konfusion eiskalt aus. Ried geht mit 1:0 in Führung. Erstes Saisontor für Elsnick. Für ihn ist es zudem sein erster Treffer gegen die Grün-Weißen. Eine Fehlerkette begünstigt das schnellste Rapid-Gegentor in dieser Saison. Fröschl irritiert zuerst Dieber und dann blockt er Sonnleitner weg. Serviert Elsnick die Kugel etwas glücklich. Und Strebinger ist dann chancenlos. Rapid arbeitet sich aber nach und nach rein in die Partie. Thomas Murg, einer von 7-9 im Vergleich zum 1:1 gegen Bilbao, bringt die Flanke beim Kopfball von Quilizaia. Fehlt dann die letzte Präzision. Ried lässt ansonsten wenig zu, so müssen weiter hohe Bälle von den Seiten für Gefahr sorgen. Die 27. Minute, Trösterson bringt den Eckball und da ist Mario Sonnleitner. 1:1, it's a captain's goal. Sonnleitner motiviert noch einmal seine Kollegen. Kein Zufall, dass ein Corner zum Problem aus Sicht der Rieder wird. Es ist bereits der 5. Gegentreffer nach einem Eckball. Das 11. Gegentor per Kopf ist zudem auch kein Ruhmesblatt für die Innviertler Defensive. Kurz vor der Pause verletzt sich dann Trösterson nach diesem Zweikampf gegen Prada. Mit einer Rippenverletzung wird er ausgewechselt. Für ihn kommt Turnwald und für den gelbbelasteten Mocinic wird Santo ins Spiel gebracht. Rapid versucht nach dem Seitenwechsel die Intensität weiter hochzuschrauben. Quilitaia und dann versucht sich Schuelton als Artist. In diesem Fall bleibt die Kunst brotlos. Auch Benbenek bringt dann mit Clemens Walch und Peter Schul zwei frische Spieler. Letzterer zeigt sich gleich einmal übermotiviert, rücksichtsloser Einstieg gegen Louis Schaub. Schiedsrichter Eisner belässt es dabei gelb. Und der Mann, der früher bei den Amateuren von Rapid gekickt hat, steht kurz darauf gleich noch einmal im Mittelpunkt. Im Duell mit Manuel Turnwald kommt er da an der Strafraumgrenze zu Fall.
Schiedsrichter Eisner sieht da eine bewusste Täuschung, entscheidet auf Schwalbe und zeigt Schul gelb-rot. Definitiv eine umstrittene Szene. Der Rieder will da einen Elfmeter herausholen, knickt schon vor der Berührung ein. Dann wird aber definitiv von Thurnwald getroffen. Es ist der schnellste Ausschluss für einen Einwechselspieler im Jahr 2016. Eine harte Entscheidung mit Folgen für die Rieder, denn die Unterzahl schwächt die Innviertler nachhaltig. Die Räume können nicht mehr geschlossen werden. Schaub auf Thurnwald. Und der findet Georgi Quilizaja, 2:1 für Rapid in Minute 77. Thurnwald startet zum exakt richtigen Zeitpunkt, kein Abseits. Gute Vorlage dann für den Georgier, der Stürmer zwingt den Ball dann förmlich ins Tor. Damit biegt Rapid doch noch auf die Siegerstraße ein. Kurz darauf gibt es dann auch noch einen Strafstoß für die Grünen. Marcel Ziegel attackiert Joelton ungeschickt. Eisner zeigt auf den Punkt und das ist auch nachvollziehbar. In vollem Lauf reicht eben ein leichter Rempler aus, um den Stürmer zu Fall zu bringen. Quilizaja bekommt die Chance auf seinen ersten Doppelpack für Rapid und er nützt sie. Souverän verwandelt vom Georgier. Rapid bleibt damit zu Hause gegen Ried weiter ungeschlagen, siegt zum 32. Mal im 40. Duell. 3:1 lautet der Endstand nach einer umkämpften Partie, in der sich Ben Benek und Co. am Ende von Schiedsrichter Eisner benachteiligt fühlen. Ich glaube, dass das heute eine gute Leistung war für uns. Wir sind ganz, ganz blöd unglücklich in den Rückstand geraten. Ich glaube aber danach haben wir eigentlich keine einzige Torschance mehr zulassen und vorne die eine oder andere Möglichkeit gehabt, um früher in Führung zu gehen. Ja, es hat dann halt gedauert. Nach der roten Karte von Ried haben wir natürlich noch mehr Druck machen können und zum Schluss sind dann auch die Tore gemacht und hochverdient gewonnen. War halt wieder ein wichtiger Sieg für uns auf alle Fälle. Wir wollten von Anfang an das Spiel halt gewinnen. Ich glaube, das hat man auch gesehen, sind dann vielleicht unglücklich in den Rückstand geraten. Aber haben dann gezeigt, dass wir ein Heimspiel haben und ja, haben voll auf Angriff gespielt. It was a very important match for us because last some matches we don't win at home also, but it was very important for Rapid, for fans also, and we are happy for winning. Yes, first time I scored 2 goals in one match and I'm very happy about this and I hope I will continue like it. War schon in den letzten Wochen ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns heute. Hat er wieder sehr gut gearbeitet vorne. Er holt die Bälle gemeinsam mit dem Joey und gibt uns dann auch die nötige Zeit zum Nachrücken. Und mich freut es natürlich für ihn, dass er einen Doppelpack schnien hat können. Na, also ich freue mich, dass er jetzt trifft. Das ist für den Stürmer immer sehr wichtig, dass er Tore macht. Und wenn er uns so wie heute hilft, freue ich mich natürlich. It's a come new coach. He need also time with us. We need time for see how he work and that's why it was a little bit difficult from start, but I hope we continue more better and next season will be better than this season. Das ist heute ein ganz anderes Gefühl. Das 5-0 haben wir schon zu Hause wieder gut gemacht mit dem 4-2-Sieg. Heute haben wir uns sehr viel vorgenommen hier, sind sehr gut in die Partie gekommen. Natürlich mit dem ersten Torschuss dann sofort in Führung gehen, das ist toll, aber wir haben auch sehr gut gestanden, was ich jetzt nicht so viel zugelassen, auch keine großen Chancen mehr gehabt. Aber wir wussten vorher, dass es hier schwer wird. Ja, das ist in der Natur der Sache, dass wir hier alles abrufen müssen und uns alles gelingen muss, damit wir hier ein Spiel gewinnen können. Die Mannschaft hat bis zum Schluss gefightet ohne Ende, selbst nach dem Ausschluss, selbst nach dem 2-1 oder 3-1, hat sich nie aufgegeben. Das, was wir hier im ersten Spieltag mit ansehen konnten. Wir haben dann auch nochmal, als wir den Orhan Ademi gebracht haben, Clemens Weich als Doppelspitze, also nicht wie üblich nach dem Ausschluss dann 4-4-1 spielen, sondern wir haben 4-3-2 weiter probiert, noch irgendwo den Anschluss zu schaffen, dass wir vielleicht in der Nachspielzeit das Spiel noch ausgleichen können. Ja, Knackpunkt ist für mich schon der Ausschuss von Peter Schul. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden. Das hat jetzt jeder gesehen, außer der Schiedsrichter. Der besteht weiterhin drauf, dass das eine Schwalbe war. Und das war es gar nicht. Ja, dann für alle Rapidler weiter alles Gute und schöne Weihnachten. Dankeschön. Damian, darf ich bitten, 3:1, noch am frühen Schock, unter Anführungszeichen, frühen Gegentor, dann eine schöne Rapid-Viertelstunde. Dein Resümee bitte. Ja, Schock war es keiner, aber natürlich nicht günstig, wenn du
gleich einmal in Rückstand gerät, nach einem schweren Spiel von Donnerstag noch, hat er die Mannschaft, denke ich, über die 90 Minuten Geduld bewiesen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit zwei sehr gute Situationen mit Willi Dyer erarbeitet haben und dort vielleicht schon früher den Ausgleich erzielen hätten können. Ja, nichtsdestotrotz, auch zweite Halbzeit dann haben wir dann ein paar Dinge verändert. Wir haben Schelling dann in die Box mehr hineingebracht, haben dort auch dann geduldig gewartet, haben im Passspiel nach außen dann überhaupt den Gegner mehr schaukeln können. Haben außer das Tor, glaube ich, fast nichts zulassen in der Defensive. Und offensiv haben wir dann zweite Halbzeit auch schon die eine oder andere Situation, auch wieder Quilly Dyer zweimal, Joey einmal mit der Ferse, glaube ich, gleich nach der Halbzeit. Also wir haben uns doch 5-6 hochkarätige Situationen schon herausgearbeitet. Es ist sicher nicht leicht gegen eine tiefstehende Mannschaft. Die Platzverhältnisse tun seines dazu bei und da muss ich der Mannschaft heute ein großes Kompliment aussprechen, dass sie Geduld gehabt hat und dass sie dann bis zum Schluss gewartet hat, dass sie das Spiel entscheiden können. Auch das ist Qualität. Dankeschön. Dann bitte ich um eure Fragen an den Christian Bemenek und auch oder an den Damir Kanadi und der Herr Hakel. Beginnt gerne. Damir, natürlich sind die Szenen, über die man diskutiert, wie hast du die 66. Minute diesen Ausschluss gesehen? Und hast du schon gesehen, der Wiederholung? Definitiv keine Schwalbe, definitiv keine gelbe Karte, aber ja. Ich habe das Foul davor gesehen, das war auch rot, ja. Von Schul. Also dort hätte er schon gehen können, wo er aufs Knie schlägt, durchzieht. Aber wie gesagt, danach, ich glaube, dass allgemein in beide Richtungen sehr viele Fehlentscheidungen heute getätigt wurden. Ich habe den Schiedsrichter nicht auf höchstem Niveau gesehen, ohne ihm da anzugreifen. Es waren sehr viele fragwürdige Situationen. Aber natürlich, wenn du dann einen Mann mehr bist, war für uns natürlich eine bessere Situation, vor allem wenn du Donnerstag ein schweres Spiel gehabt hast, die letzten Wochen. Man sieht ja, dass die Mannschaft auch alles investiert, alles hineinlegt und wir freuen uns einfach über die drei Punkte und wir gar nicht mehr irgendwelche andere Dinge diskutieren. Für uns ein wichtiges letztes Spiel zu gewinnen, um dann nach Altach zu fahren jetzt auch und dort wieder was mitzunehmen und wieder auch eine schwere Aufgabe. Würdest du sagen, eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Match gegen St. Pölten oder? Und dann habe ich eine Frage zu den Austauschen. Ist klar, der Traustersen war verletzt, Riepe, Mosinic-Austausch hat das Leistungs... Wie du willst, also du kannst es jetzt benennen, ja. Wie du willst, Leistungssteigerung, Leistung nicht. Ja. Fakt ist, dass ich gesagt habe, wie gekommen bin, habe ich 4 Punkte gehabt im zweiten Quartal. Du bist mit 4 Punkten in 6 Spielen sicherlich ein Abstiegskandidat. Wir haben die Kurven stabilisiert jetzt einmal, haben jetzt einige Punkte geholt, die waren wichtig. Und wir haben im ersten Quartal 16 Punkte geholt, im zweiten, wie gekommen bin, waren es 4. Haben dann noch 4 geholt aus den letzten 3 Spielen und haben jetzt ein Spiel begonnen ins neue Quartal, wo wir 3 Punkte geholt haben. Und da muss der Schnitt halt dann einfach stimmen, wenn man wo sein möchte. Sollte man das vergessen haben, warum ich gekommen bin. 4 Punkte in 6 Spielen in dem Quartal. Das war weit unten. Okay. Frage war, glaube ich, noch wegen dem Wechsel Tröstersson und Mocinic in der Pause. Ja, Mocinic hatte gelb, haben wir dort auch dann mehr Offensive bringen wollen, mit Santo natürlich ein Spieler, der dann dort auch für Kreativität sorgen kann. Auf der anderen Seite war draus, also mussten wir tauschen, darum habe ich kurz überlegt, ob ich einen Doppeltausch durchführen soll, sollte es dann noch aufgrund von Donnerstag körperlich, wo wir sehr viel investiert haben, dann vielleicht noch Verletzungen geben. Wir wussten, Thibon im Mittelfeld jetzt natürlich mit der neuen Rolle muss sehr viel investieren in seine Zweikämpfe. Sonny natürlich auch, hat gegen Bilbao überragend gespielt und sehr viel investiert, hat man gesehen die letzten 5-6 Minuten, wo er sich auch schon schwerer hat und ja, ist dann eh so passiert. Hat sich leider jetzt der einmal leicht verletzt, was ich gehört habe, aber jetzt werden wir mal schauen, wirklich dann, wann es MRT da ist, ob dann mehr oder weniger ist. Wie gesagt, ich muss ein großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie fightet, wie sie alles hineinlegt und ja, war jetzt nicht leicht, muss ich sagen, im Ganzen auch für uns als Trainerteam die ganze Kurve zu stabilisieren, dass wir da in die richtige Richtung wieder kommen. Danke sehr. Bitte schön, weitere Fragen? Alex, zusammen Alex, einmal Alex Kapper, dann bitte gleich Alex Huber. Wie ist die Entwicklung von Quilly Dyer zu erklären, der jetzt immer besser in die Mannschaft wächst, selber auch zugegeben hat, ihm liegt das, wenn ein zweiter Stürmer neben ihm aufläuft? Kann ich nicht erklären. Also ich kann reden über die letzten Spiele, seit ich Trainer bin. Ich werde versuchen, ihn in Position zu bringen. Er hat Qualitäten, er hat technische Fähigkeiten. Ich denke, dass er noch mehr leisten kann, wenn er körperlich dann auch wirklich fit ist. Und es war dann besser auch, weil der Joey zweite Halbzeit ihn besser unterstützt hat, auch in der Box.
Damit kann er dann auch Freiräume. Erste Halbzeit war es so, dass er immer leer war und musste sich immer gegen zwei Innenverteidiger durchsetzen, war schwierig. Und zweite Halbzeit haben wir dann auch ein paar Dinge verändert und das ist dann besser gelaufen. Kurze Nachfrage noch. Und er war auch der erste Elferschütze, der schon im Vorfeld festgestanden ist, weil da haben dann doch mehrere Spieler, oder zumindest Joe Linton wollte, glaube ich, auch schießen. Das kann ich nicht sagen. Willi Dreyer steht auf der Liste und sollten es anders entscheiden, dann werde ich es danach auch besprechen. Bitte, Alex Uhr. Eine Frage an den Herrn Bembenek. Diese drei Spiele jetzt, Rapid gegen Ried, Sie haben es vorher schon angesprochen, heute war es schon ganz anders als das erste. Trotzdem im Vergleich zu der Partie im Innviertel, mir ist damals vorgekommen, als wäre Ihre Mannschaft extrem überzeugt gewesen von sich selbst. Heute war das vielleicht nicht ganz. Ist das einfach dieser Faktor, dass da die Mannschaft zum 40. Mal herfährt oder der Verein und noch nie gewonnen hat? Ich habe meine Mannschaft heute nicht ängstlich gesehen. Oder nicht ängstlich, aber es war irgendwie beim Heimspiel doch, da hat es irgendwie so das Gefühl von Anfang an gehabt, das kann eigentlich nur Ried gewinnen. Und ich wollte fragen, wie viel hat dieses 40. Spiel in Wien ohne Sieg? Ist das irgendwo drinnen? Lassen Sie mal die Statistik jetzt weg. Ich geb Ihnen recht, das will ja keiner mehr hören. 40 Spiele, hört sich auch nicht gut an. Zu Hause gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir haben das ausgestrahlt ab der ersten Sekunde. Es war gleichzeitig eine Phase, in der Rapid schon verunsichert war. Und ja, wir sind richtig drüber gerollt mit unserem Konter. Heute ist ein ganz anderes Spiel. So, das ist vom Umschalten her tust du dich. Man muss es anders sehen. Wir haben ja eigentlich ein bisschen mehr gegen Alltag gespielt heute vom System her. Ja? Das ist was anderes im Umschalten. So, dann haben wir jetzt auch noch Clemens Weich nicht 100% fit, Matthias Honsack nicht dabei. Das ist Tempo über Außen, das wir im Heimspiel hatten. Und heute haben wir es ein bisschen anders angelegt, wollten viele Flanken aus dem Halbfeld haben von unseren Außenverteidigern und dann noch einmal zum Tor hin, deswegen die Falschfußspieler Möschel und Nutz auf dem Flügel. Es ist ja in der ersten Szene aufgegangen, schon. Ja. Dass eine Mannschaft zu Hause überzeugter Auftritt auch von den Spielern, von den Fans getragen wird, ich denke, das geht ja für Rapid ganz genauso. Ja, ich glaube, Spieler haben hier zu Hause auch mehr Vertrauen in sich selber, wenn dann die Wand dahinter steht und die Jungs richtig pushen, als wenn sie ins Innenviertel kommen und wissen, heute wird schwer. Und eine Frage an den Damian Kanadi, du hast den Doppelwechsel angesprochen. War der Thomas Murg gar nicht irgendwie so ein Fragezeichen? Weil ich glaube, nach einer Verletzung ist es ja doch ungewöhnlich, dass ein Spieler 90 Minuten durchhält und man hat ja gesehen, am Schluss er hat er nur sprinten können. Also es war ja bemerkenswert. Ja, das war das Risiko, wo ich dann überlegt habe, soll ich den Doppeltausch durchziehen oder nicht, weil für mich war schon relativ klar nach der gelben Karte, dass ich Santo bringen werde und dort noch keine Gefahr mehr auf ein zweites Foul, dass er vielleicht gelb-rot kriegt. Und dort wollte ich dann auch offensiv aufstellen. Und dann kommt dann draus, dass er leider dazu, kurz vor Ende der Halbzeit. Ja, klar, es war nicht nur, es war ein Quilly Dyer, der immer Dibon und Sonnleitner, wusste ich schon, dass es eng wird für diese Jungs. Und deswegen habe ich lange überlegt. Aber nichtsdestotrotz, Mannschaft hat alles reingehauen. Wenn man das Team agiert, als Mannschaft, ich denke, das ist auch für Rapid wichtig, dass wir als Mannschaft agieren. Und da muss ich der Mannschaft noch einmal ein großes Lob aussprechen. Dankeschön. Aber der Murke hat noch mehr Luft nach oben im Offensivbereich. Also wenn er fit ist, glaube ich, kann er die Linie noch besser bespielen und dann hat er noch größere Fähigkeiten. Also die Leistung war durchschnittlich, die ich gesehen habe. Aber da kann er schon Druck machen mit seinem linken Fuß. Ich würde gerne gleich anschließen an Thomas Murk. Wie haben Sie den gesehen in der neuen Rolle? Mein linker offensiver Außenverteidiger, linkes Mittelfeld, wie auch immer man das jetzt nennt. Ist das eine Option für die Zukunft auch gegen Gegner, wo man sagt, hat man wahrscheinlich mehr Ballbesitz, dass man da statt Strammel wirklich Murk aufstellt? Ja, absolut. Ich denke, sie haben die Fähigkeiten, im Mittelfeld zu agieren. Es ist natürlich eine sehr intensive, wahrscheinlich die zwei wichtigsten Positionen, wenn man Dreierkette spielt. Weil ich weiß auch, dass alle Gegner oder alle Trainer dann versuchen, in diese Halbräume hineinzukommen, so wie es der Kollege jetzt gesagt hat, dann von dort einflanken, übers Zentrum hinein. Oder sogar Red Bull Salzburg hat versucht, dort in diese Halbpositionen einzuspielen. Und ja, für Rapid könnte das schon eine Lösung sein. Das werden wir dann in der Vorbereitung haben wir ein bisschen Zeit, wo wir sehr viele offensive Spieler dann am Platz kriegen. Und wo wir dann
4 Defensive haben, die das Ganze tragen sollen, also einer weniger wie sonst, normal sagt man so immer 5-5. Wir werden ein Gleichgewicht von 4-6 versuchen, da hineinzubinden, damit wir zu Hause vor allem diese Spiele dann offensiver gestalten, mehr Ballbesitz. Aber da haben wir sicher noch Luft nach oben, das wissen wir auch. Und ich hoffe, dass wir danach einen tollen Rasen haben kriegen, dass wir das dann auch wirklich gut spielen können, damit die Jungs auch das Selbstvertrauen dafür haben. Es ist einfach das Werkzeug dazu, das du dann auch brauchst. Und dann bin ich überzeugt, dass es auch gut funktionieren kann. Auch draußen hat das erste Halbzeit sehr gut interpretiert. Bitte schön. Noch eine Frage an Herrn Benbenek. Ihre erste Saisonbilanz jetzt, haben wir Halbzeit, seit Sie im Amt sind bei Ried. Wie würden Sie da bilanzieren bislang? Also wie schaut es aus? Ein Spiel steht noch aus, jetzt ging Sturm Graz zu Hause, letzte Runde. Wir haben jetzt aus den ersten beiden, also aus Hin- und Rückrunde, 20 Punkte geholt. Wenn man das hochrechnet, dann wären wir am Ende bei 40. Das wäre ein tolles Ergebnis für uns, wenn wir das schaffen. Das würde bedeuten, wir haben die Liga gehalten. Wir hatten eine Phase, wo man sagen konnte, oh, jetzt haben wir uns so gut gefangen. Traut man sich da schon mal ein bisschen höher zu gucken? So, gerade das war unser Höhepunkt, war praktisch dieser Heimsieg 4-2 gegen Rapid. Und danach ging dann erstmal nichts für uns. Es zeigt so ein bisschen, dass unsere Entwicklung, und das ist wie... jede Entwicklung ist natürlich getragen davon, wenn du richtig Erfolg hast, dann kann es mitunter ein bisschen schneller gehen. Grundsätzlich verläuft es aber ein bisschen wie an der Börse. Es gibt immer mal wieder einen Knick nach unten. Man muss gucken, dass der Knick nach unten nicht lange bleibt, dass man schnell wieder hochkommt. Dafür arbeiten wir jeden Tag mit der Mannschaft. Und wir sind trotzdem erst am Anfang unseres Weges, so wie ich die Mannschaft sehe. Ich hatte am Anfang gesagt, als ich angefangen habe, wir wollen jetzt nicht viel ändern. Alleine nur die Umstellung zur Viererkette und dass ein deutscher Trainer da ist, hat so viel geändert. Das muss dann auch erstmal stabil werden, ja, auch im Zwischenmenschlichen. Die Jungs mussten mich erst kennenlernen, ich die Jungs erst. Es scheint schon was ganz anderes zu sein, als das, was sie vorher kennengelernt haben. Aber es macht uns allen eine Riesenfreude, zusammenzuarbeiten. Und wir haben ja auch schon gezeigt, dass wir es richtig gut können. Und da wollen wir natürlich jetzt einen guten Abschluss finden, ein gutes, positives Ergebnis mit dem Sieg zu Hause, möglichst gegen Sturm Graz. Und dann brauchen wir eine richtig gute Vorbereitung, dass wir dann ja, in den letzten beiden Runden genauso gut dastehen können. Wir müssen immer wissen, dass es ein schwieriger Weg ist. Ja, das ist alleine schon... Die Liga hatte so wenig Mannschaften, du triffst automatisch ja immer wieder gegen die vom Budget her und von der Qualität her viel, viel besser aufgestellt sind. Und da müssen wir bis zum Schluss sehr konzentriert arbeiten und das haben wir vor. Danke, dann haben wir eine Frage von Andi Forst. Frage an den Damir. Wie wichtig war denn das für das Klima im Verein und für dich persönlich, der persönliche Abschluss jetzt beim Heimspiel von den Fans mit Applaus verabschiedet, auch für dich als Trainer unten? Und was heißt das jetzt? Nehmt ihr jetzt Selbstvertrauen nach Alltag mit und was nehmt ihr euch für dort vor? Ja, jeder Sieg tut jeder Mannschaft gut, jeden Einzelnen im Verein tut er gut, nicht nur der Mannschaft, Trainerteam sondern das, glaube ich, sogar in Klinge hat es gut da, dann uns auch gratuliert. Also von daher, jeder, der da arbeitet, weiß, was das heißt, wieder in die Spur zu kommen. Jeder lächzt danach, das ist ja kein Thema, das war meine Aufgabe. Wie gesagt, wir haben die Kurve jetzt ein wenig stabilisiert. Wir können jetzt wieder Selbstvertrauen tanken aus diesen Erfolgen. Fahren jetzt nach Alltag, wird sicher kein leichtes Spiel, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für mich sicherlich eine besondere Situation jetzt nach doch langen Jahren, wo ich gearbeitet habe dort, oder wenn man sich schon Interviews im Vorfeld hört von Alltag, dann freuen sich ja alle auf dieses Spiel. Und ich freue mich, dass ich nach Hause komme, weil wir mittlerweile mein Wohnsitz da oben und komme aber ein paar Punkte holen. Wird auch schwer werden. Sie werden es nicht zulassen. Die Mannschaft wird top motiviert sein, wo in einem alten Trainer, wenn man so sagen darf, natürlich das Bestmöglichste zeigen, was sie alles gelernt haben. Und das kenne ich mittlerweile schon. Auch im Amateurbereich war das so. Sie wollen mir jetzt alle zeigen, was sie kennen. So werden sie auftreten. Und wir müssen dagegen halten und schauen auch, dass wir 3 Punkte holen. So leid es mir tut für die Region und für den Verein. Du hast jetzt fast jedem im Kader eine Chance gegeben. Gibt es welche, die dein Vertrauen enttäuscht haben? Oder gibt es Positionen, wo du mit dem neuen Sportdirektor im Winter noch Verstärkungen und Kaderergänzungen suchen möchtest? Ja, wir haben jetzt einen 29-Mann-Kader. Wir
Wir werden sich zusammensetzen, wir werden die Entscheidungen gemeinsam treffen. Ich denke, es war jetzt wichtig, dass der Sportdirektor da ist, dass sich der Trainer mit ihm austauschen kann, dass er Entscheidungen treffen kann, was können wir tun, was können wir nicht tun. Das war mir das Allerwichtigste. Ich habe mit Herrn Pickel jetzt noch gar nicht sprechen können, ganz kurz haben wir uns begrüßt. Auch zu der Frage vielleicht, oder was ich schon sehr, wir kennen uns ja schon aus dem Sommer, circa 1 Minute 30, 2 Minuten haben wir miteinander plaudert. Hallo, wie geht's euch? Gut, ja, super. Das war das Kennenlerngespräch und von daher, wie wir ticken, kann man jetzt nur wahrnehmen über Interviews. Das habe ich heute auch getan, haben wir die Pressekonferenz auch angeschaut. Ich denke, viele ähnliche Wörter, die ich auch verwendet habe. Von daher hat der Verein auch geschaut, dass zwei Menschen zusammenarbeiten, die erfolgreich in Zukunft zusammenarbeiten. Und ich bin die Vorhut, bin ein paar Wochen früher wieder da. Wir werden ab Winter versuchen, etwas Neues zu starten, etwas Neues zu beginnen. Die Visionen, die der Verein ausgelegt hat, dann mit Zielen wirklich, wie können wir diese Ziele und Visionen dann erreichen. Und so sehe ich jetzt unsere gemeinsamen Aufgaben für die nächsten Wochen und Monate.